So Leute, wir sind wieder dabei. Let's Play Pokémon Silber und ich bin heute mal wieder nicht alleine. Das ist ein Einsatz. Ach so. Jetzt hast du einen Einsatz verpasst, mein Gott. Ach, nichts kann man mit dir machen. Ich dachte, du sagst noch, was ich hier, Dormaaßi ist mit dabei oder irgend sowas. Nee. Ich dachte eigentlich, dass du dann einsetzt, aber gut. Wir machen erstmal einen kleinen Ausflug nach Alabastia. Ja, etwas, was ich vergessen habe, weil ich es seit bestimmt, ja, 10 Jahren nicht mehr wusste. Wow, das ist hervorragend. Du hast die Orden der Arenareiter in Kanto erkämpft. Gut gemacht. Ich habe dich richtig eingeschätzt. Weißt du was, Gold? Ich werde es so einrichten, dass du zum Silberberg gehen kannst. Der Silberberg ist ein grobes Habitat für viele wilde Pokémon. Es ist gefährlich für einen durchschnittlichen Trainer. Deshalb ist es verboten, aber für dich, Gold, können wir eine Ausnahme machen. Steige auf das Indigo-Plateau. Von dort kannst du den Silberberg erreichen. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Das interessiert mich doch nicht. Ich meine, ich bin hier eh nur durchgerannt, ohne dass ich irgendwie groß was gefangen habe. Aber ehrlich, dass er sich um seinen eigenen Scheiß kümmern. Ja. Boah, ist der neugierig, ist ja ätzend. Der stalkt mich voll. Also gut. Total ekelhaft sowas. Bäh. Nicht so. Nee, Surfer wollen wir hier nicht machen. Fliegen wollte ich hier machen. Ja, weil dann sagt Mama oder Prof Eich wieder, das ist aber nicht erlaubt, doch. Einmal schön aufs Fahrrad. So, und jetzt kommt dann die erste große Herausforderung: blind durch den Silberberg. Ja, wie gut, dass du natürlich weißt, an welche Wand du klatschen musst. Ja, ich habe es mir vorher noch mal angeschaut. Weißt du, was ich toll finde? Ich habe hier bei der Übertragung so, wie heißt es nochmal? So Bild für Bild Übertragung. Also ich sehe immer nur so ab und zu so ein paar Bilder. Ah, okay. So, wir sind übrigens soeben wieder. Eine Diashow, genau das war's. Eine Diashow sehe ich hier Wir sind gerade. übrigens soeben wieder in Johto angekommen, möchte ich hier mal so sagen. Wir sind nicht mehr in Kanto jetzt. Wie schaut denn eigentlich unser Team aus? Das ist fit, okay. Fit, aber gnadenlos unterlevelt. Ja. So. Der Silberberg. Okay, dann schauen wir doch mal rein. Also. Hoch bis einmal Wand klatschen, dann einmal runter, so rüber, so, hier Wand klatschen. Da war ein Item. Ja. Willst du das Item nicht einsammeln? Du kennst doch den Berg auswendig. Nee, ich will jetzt hier gerade nichts einsammeln. Und die wilden Pokémon sind zu stark für unser Team, dass der Schutz sie nicht abhält. Juhu. Verdammt. Wir haben doch noch 2 Sonderbonbons. Gib die einfach jemanden, dann fallen die Level 44er schon mal weg. So. Im dunklen Wände klatschen. Yep. Voll der Stalker, ey. Es ist eine Stalkerin sogar. Es ist ein War es weibliches eben auch Sandfall. schon, war es eben auch schon weiblich? Habe ich nicht drauf geachtet. Verdammt. Moment. Es ist eine Stalker-Familie. Moment, jetzt habe ich mich, glaube ich, vertan. Hey, läuft super. Ja. Da habe ich einmal kurz nicht hingehört, wo ich hingefahren bin, aber gut. Das ist jetzt männlich. Ja. Moment, machen wir einmal mal Sind so. bestimmt Bruder und Schwester. Hier geht's nicht. Ah, hier war's. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Noch ein wildes Pokémon. Was ist es diesmal? Noch ein Danfan. Also diese wilden Pokémon hier, die sind wirklich so zahlreich, ne? Und so viele verschiedene wilde Pokémon. Ja. Wahnsinn, also Profeich hat gar nicht mal übertrieben. Moment, bin ich jetzt versehentlich heruntergesprungen? Kann das sein? Ja, bin ich. Das wollte ich nicht. Moment, wo? Ich glaube, ich bringe jetzt irgendjemanden Blitz bei, mir reicht's. Oh, und mein Internet hat's da rausgehauen. Ich liebe es. Moment. Ja, warte, ich gehe dann hier wieder offline. Jojo, okay, wir sind wieder da und ja, ich war gerade kurz davor, irgendjemanden noch schnell den Blitz beizubringen. Genau. Der dritte. Als deine Bambusleitung zusammenbrach. Ja, mein Holzmodem ist wieder ausgefallen. Hat's Okay. schon geraucht, war's kurz vorm Rennen? Ja, ich musste es eben löschen. Ah, das ist schon.
Gute alte Zeiten, die ich übersprungen habe. 100k, was? Der Donnerschock kann mal kurz weg. Da fällt mir auch ein, wenn wir es irgendwie schaffen würden, das Glurak mit einer Donnerwelle paralysieren zu können, das wird auch einiges helfen. Ja, das wäre voll cool. Weißt du, was ich toll Fli finde? Jetzt habe ich Flinkklaue. hier. Die Flinkklaue muss funktionieren. Ja, und das wird ja auch sofort immer angezeigt, wenn sie funktioniert oder wenn nicht. Wie man öfters schon gesehen hat. Und was ich toll finde, ist, ich habe jetzt keine Ah, jetzt weiß ich, Bild wie für du mich machst. Bildübertragung mehr. Ah, das ist gut. So. Diashow war das Wort. Genau, Diashow. Ist ja gerade mal 5 Minuten erst her. Okay. Ja. Da unten ist ein Item. Ich weiß, dass da ein Item ist. Gut. Ich habe aber eigentlich nicht vor, hier irgendwelche Items mitzunehmen. Oh, das arme Item. Soll ruhig Item bleiben. Na gut, aber was, wenn wir da eine tolle TM verpassen, die wir gebrauchen könnten, um Rot zu besiegen? Es gibt keine tollen TMs mehr hier, glaub's mir. Die einzige Nein. tolle TM, die es noch gibt, die haben wir im Gepäck. Die könnten wir Okay. theoretisch eigentlich jemandem beibringen. Ja, die letzte tolle TM, die mir jetzt noch so spontan Scanner. einfällt, ist wirklich Rückkehr. Ja. Kann ja eigentlich auch jeder lernen. Ja, ich würde es dann beibringen. Noch einmal richtig schön stark draufhauen. Warum eigentlich nicht? Und prädestiniert dafür wären entweder Scarabu oder Spike. Und ich würde es eigentlich Scarabu geben, wenn ich ehrlich bin. Ja, und dafür. Was hat er noch mal für Attacken außer Er hat Hornattacke, Zornklinge, Gegenschlag und die letzte habe ich selber vergessen. Da will ich schon mal die Zornklinge anpeilen, weil die werden wir überhaupt nicht brauchen. Ich würde eher die Hornattacke wegmachen. Ach, der Zerschneider ist die letzte. Also ich würde eher die Hornattacke wegmachen, weil Rückkehr einfach besser ist als Hornattacke. Zornklinge kann man wenigstens noch schön aufbauen. Ich meine, wenn die mal ein paar Runden lang hintereinander trifft, hat die eine Stärke von 160. Ja, wenn. Ja. Aber da kannst du eher dreimal mit ihr Dings Rückkehr draufhauen und da ist der Ja. Gegner platt. Ich würde die Hornattacke trotzdem wegmachen, weil Hornattacke hat 65 und Rückkehr 102. Maximale Zuneigung haben wir ja eh sowieso. Na gut. Ich mag die Zornklinge aber einfach nicht. Ja, gut. Das kann jeder handhaben, wie er will. Ich habe es ihm damals beigebracht, weil es die einzige Möglichkeit für Scarabu war, vor dem Vielender eine Käferattacke zu lernen. Und wenn wir die TM schon von Kai geschenkt bekommt, Ja, dann. okay, ja. Am Anfang, warum nicht? So, und wir sind da. Sehr schön. Ich habe im Moment wieder so eine Dia-Show hier. Juhu, Dia Show. Ein Level 51 Goldbart, jetzt wird's langsam wirklich stark. Ja. Wart erstmal Red ab. Das wird stark. Und ich werde jetzt auch gleich mal jemanden nach vorne schicken, der definitiv was gegen sein erstes Pokémon machen kann. Das ist doch sehr schön. So, Kopf über ins Verderben. Ja. Okay. Wir hatten ein erfülltes Leben. Der legendäre Dialog, du darfst ihn vorlesen. Fertig. Und epische Musik. Die ich nicht höre. Juhu. Trainer Rot möchte kämpfen. Und wir sind sowas von am Arsch. Ja, aber hey, Fett Pikachu machen wir doch fertig. Ja, also Pikachu habe ich überhaupt kein Problem mit. Das Viech kann gegen Spike nur Charme oder Ruckzuckhieb. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Er Der alte Schambolzen. darf mir ruhig meinen Angriff halbieren, das wird trotzdem Two-Hit. Hoffe ich jetzt Ja, zumindest mal. weil Fett Pikachu hält nichts aus. Yep, sehr effektiv. Und hier kriegst gleich noch ein Erdbeben. Oh, jetzt wird's knapp, ob's reicht, aber ich glaube, das sollte hinhauen. Ja. Fett Pikachu wird jetzt voll aus den Latschen gehauen und tot. Sehr effektiv und du gibst trotzdem kaum Erfahrungspunkte. Auch wenn du Level 81 warst. So, was kommt? Bisaflor. Isaflor. So, Ester oder Fliegi? Ich würde sagen, Esterfliege müssen wir aufheben. Gut. Ich weiß zwar nicht, ob Ester einen Hit von Bisaflor wegstecken kann.
Bei dem Levelunterschied ist das immer ein bisschen unsicher. Bisaflor steckt auf jeden Fall einen Psystrahl weg. Oh! Der macht Solarstrahl. Wollen wir da mal sicher einwechseln? Ja, ich meine schon, ne? Oh, das hat doch wesentlich weniger gemacht, als ich gehofft hatte. Ach du Heiliger, das ist ja grausam. Okay, am sichersten eingewechselt wäre es ein Scarabu. Der hat, wobei, Scarabu hat eine normale Resistenz. Ja, Rukia kann nur dummerweise nichts gegen Bisaflor machen. Ich weiß nicht, ob der Giftattacken kann, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Ansonsten könnten wir einfach mal schauen, ob Esther es überlebt, was ich jetzt nicht vermute. Aber nee, das glaube ich auch nicht. Ich schmeiß einfach mal Rukia rein. Ja, wird schon schief gehen. Ich meine, wir sind gnadenlos unterlevelt mit 32 Leveln, aber... Hey. Ich gebe ihm jetzt einmal mal einen Body Slam. Der chargt jetzt eh nochmal einen Solarstrahl. Möge der Body Slam es paralysieren. Tut er leider nicht. Verdammt. Rukia, ich bin enttäuscht von dir. Wie viele Tränke haben wir? Ich fürchte nicht genug. 2 Hypertränke, 4 Supertränke, 14 Beleber, 12 Top-Tränke, das ist okay. Einen Top-Beleber, 5-mal Top-Genesung. Okay. Hey, ein Trank, wir haben einen Trank. Der Tag ist gerettet, wir haben einen Trank. Wir haben einen Trank, ja, das ist sehr gut. Wow. Das ist Weltklasse. Na komm. Den Solarstrahl müssen wir nochmal fressen. Du hättest eigentlich einen Trank reinhauen können, überleben, dann hätte er bestimmt wieder Solarstrahl gemacht. Hätte ich machen können, aber ich will meine Tränke für was aufheben, für was Wichtigeres. Ja. Kann ich verstehen, für das coolste Pokémon, was er hat. Ich mach's jetzt einfach mit Fliegi, der steckt notfalls auch einen Solarstrahl weg. Mit dem Luftstoß? Luftstoß oder Psychokinese? Ich bin gerade am überlegen. Der ist höchstwahrscheinlich schneller als wir. Nachdem er schon schneller als Esther war. Und die beiden sind ja ungefähr gleich schnell. Das heißt, er chargt den Solarstrahl. Ich flieg hoch. Solarstrahl wird abgefeuert. Ich flieg. Okay, ja. So. Oh. Er macht einen Sonntag, okay. Ja, das war's aber mit dem Aufladen, ne? Hey, aber er ist doof. Das ist schon mal sehr viel wert. Ja. Er ist sehr doof, das ist gut. Das Sonnenlicht ist stark. Was du nicht sagst. Komm, hier. Volles Risiko. Fliegi sollten Solarstrahl locker tanken können. Ja, nicht sehr effektiv und es ist fett. Hey, sogar den nächsten wird er auch noch. Jawohl, ja. Und es geht daneben. Ich liebe es. Ach, Psychokinese. Ja, ich bleib bei der Psychokinese, auch wenn seine Spezialverteidigung ein bisschen stärker ist als seine physische, ist ja kein Mega. Ach, egal. Wäre noch schöner, wenn das wirklich noch ein Mega wäre. Jo, das muss nicht sein. Und es reicht knapp nicht. Ja, wir hätten sofort zwar mal Psychokinese machen sollen. Ja, hätte ich wissen können, dass die 5% da wieder zuschlagen, dann hätte ich das auch gemacht. Ja klar, ich meine, eine 60% Chance bei dir trifft ja auch 6, 7, 8 Mal in Folge. Ja, gut. Wenn man so an Shaman denkt. Das ist aber kein Shaman. Egal, du hast immer Glück bei sowas. Mit den 95 Attacken habe ich immer das Glück, dass die daneben gehen. So, Sonnenlicht schwindet. Das bedeutet, wir können jetzt einmal Psychokinese machen. Oh, der kann auch noch Synthese. Ja, geil. Gut, dass er das erst jetzt macht, wo die Sonne weg ist. Ja, sonst hätte er sich jetzt voll geheilt. In Gen 2 hält das noch komplett mit 100%, wenn Sonne scheint. Was für ein mieser Drecksack. Sehr effektiv. So, jetzt kriegst du noch einen Luftstoß hinterher. Ja, er macht nochmal Synthese. Hoffentlich trifft der Luftstoß mit einem Volltreffer. Wir haben eine 25%ige Chance, dass er crittet. Ich würde es feiern. Ja, diese Soundeffekte sind genial. Und ich liebe sie. Das ist ein Volltreffer. Ich feiere das. Ach, ist das geil. Ich liebe es. So, wie viele Synthese-Attackenpunkte hat er jetzt noch?
hat er jetzt wie oft jetzt gemacht? Dreimal? Ja. Boah, wie viel hat das denn in der zweiten Gen? Ich weiß es gar nicht. 5 Punkte, genau wie heute. Na, dann hat er nicht mal viel. Oh, jetzt macht er noch einen Sonntag. Weil er doof ist. Bitte kipp um. Das wäre jetzt toll, wenn er umkippen würde, ja? Ja, er ist weg. Okay, was... Ja. Was kommt jetzt? Das ist erstaunlich wenig Erfahrungspunkte. Ach, es werden gesplittet, okay. Tour Talk. So, jetzt ist die Frage, überlebt Jenny einen Surfer? Ich würde sagen, schick Rukia rein, aber Rukia ist im Reich der ewigen Stille. Ja, selbst Rukia ist nicht unbedingt die beste Wahl gegen Turtok, weil wegen Blizzard. Aber Blizzard kann daneben gehen. Ja, aber du kennst doch die KI. Ja, ich weiß, sie hat immer Glück. Da trifft ja auch Superschall immer, als wäre es ein Konfu-Strahl. Ich probiere es jetzt einmal mal hier mit. Und, er fängt mit dem Regentanz an. Das finde ich jetzt super. Gelobt sei seine Doofheit. Ja. Am besten wechselt er jetzt auch auf Glurak aus, damit er nicht paralysiert ist. Das wäre toll. Hau ihm einen Donnerschlag rein. Ich bin gerade überlegen, ob ich sicher einen Surfer einwechseln kann, aber das kann ich nicht. Hau ihm einen Donnerschlag rein. Voll mitten in die Fresse. Viel abziehen wird das trotzdem nicht. Turtok hat eine viel zu gute Spätzle dafür. Ach ja, stimmt. Das ist ja noch spezial und nicht physisch hier. Verdammt, stimmt ja. Ja, selbst seine Def wäre noch viel zu hoch. Ein Def hat er von 100 und Spätzle von 105. Mach's gut, Jenny. Ja gut, so. Was machen wir jetzt? Scarabu und dann voll draufknüppeln? Das können wir schon probieren. Es regnet immer noch, was du nicht sagst. Mhm. Zweimal ducken und dann voll ins Gesicht. Das hat das hat herzlich wenig abgezogen. Dann könntest du jetzt eigentlich den Beleber benutzen, um jemanden wieder zu beleben. Ja, das wäre eine sehr gute Idee. Ich brauche... Wen brauchen wir denn? Wir brauchen Jenny. Ja. Die muss uns ja nochmal einen Glurak paralysieren. Das ist sehr wichtig. Ich würde es jetzt feiern, wenn Scarabu das ganz, ganz knapp überleben würde. Aber das glaube ich nicht. Nee. Auch wenn es toll wäre. Das ist... Ja, es wäre schön gewesen, weil dann hätte ich ihm einen Gegenschlag reinzimmern können. Und zwar so einen richtig, richtig fetten. Ja, das hätte wehgetan. Hat bei unter 4% der HP eine Stärke von, ich glaube, 200. Boah. Hätte er jetzt nicht paralysiert sein können? Verdammt nochmal. Aber langsam kommen wir ans Ziel. Ganz langsam. Ja, mit herben Verlusten möchte ich mal betonen. Wenn ich jetzt Fliege reinschicke, dann macht er einen Blizzard. Höchstwahrscheinlich. Ich könnte versuchen, mit Spike einen Erdbeben zu machen, aber weiß auch nicht, wie viel das jetzt bringt. Versuchen kann man es ja. Ich würde mir Spike lieber aufheben, dass wir nochmal irgendwas wiederbeleben können, aber... Ja, zum Beispiel Fliege. Ja. Es hat aufgehört zu regnen. Das ist ein super Moment dafür, weil ich glaube, der wird jetzt eh wieder einen Regentanz rausholen wollen. Ja. Entweder das oder... Damit Turtok mit seinem Donner wieder treffen kann. Naja, er ist paralysiert. Hey! Okay. Hacks for the win. Der zweitschlimmste ist weg. Ja, aber leider nur der zweitschlimmste. Also den hättest du noch machen können, Fliegi, bitte. Psyana. Okay. Das ist schon irgendwie ulkig, dass ausgerechnet Psyana platt macht. Also Esther, Psyana. Ja, weil ich weiß, das Viech kann nur zwei Angriffsattacken. Nämlich Psychokinese, was wir wegstecken sollten, hoffentlich. Ja. Und es kann noch Lehmschelle. Was wir auch gut wegstecken sollten. Ich bin jetzt nur am Überlegen, Biss oder Spukball. Ich tendiere aber hier eher zum Spukball. Okay, jetzt ist der Biss stärker. Ja, aber vielleicht kriegen wir noch einen Dwarf in der Verteidigung. Ja, der wird in der Spätzdev gehen dann. Aber. Naja, ein Versuch war es wert.
Oh, Epilepsie. Komm, Esther, du steckst das weg. Oh, sogar besser, als ich gedacht habe. Ja, noch einen Angriff wird... Ach, du Heiliger. Wird man noch überstehen können. Einer geht noch, hoffentlich. Nee. Einer geht noch rein. Oh. Doch nicht. Warum? Zufallswert verarscht mich wieder. Ja, aber warum Zufallswert? Du bist ein Arsch. Okay, gegen Fliegi kann er eigentlich fast gar nichts machen, außer Psychokinese. Das ja, und das bedeutet, ist nicht... Ich werde mal ein paar Beleber rausschmeißen. Ich brauche ein paar Pokémon hier wieder. Zum einen Jenny. Ja, man muss ja vorsorgen, weil sonst sind wir gleich völlig im Arsch. Fliege, du steckst das weg, das ist gut. Dann hau ihm doch mal einen Top-Trank oder Hypertrank rein, dann kannst du nochmal zwei wiederbeleben, bevor du ihn wieder hochheilen musst. Jupp, das hatte ich vor. Ich hoffe nur, dass uns die Tränke nicht ausgehen bis zum Ende von dem, was ich vorhab. Ja. Wird sich zeigen. Ich fürchte fast, dass sie uns ausgehen vorher. Der hättest du mal noch was eingekauft, ne? Vielleicht macht er jetzt erstmal Reflektor, um sich wieder zu schützen. Ja, das glaube ich auch. Doof genug schätze ich ihn nämlich ein. Jo, das glaube ich nämlich auch. So, Esther brauche ich auch nochmal. Und Scarabu brauche ich eigentlich auch noch. Theoretisch. Und praktisch? Ich weiß nicht, ob ich Relaxo auch so platt kriege. Ah. Was für ein Penner, ey. Das ist doch unfassbar. Jetzt kommt auch noch meine Mom ins Zimmer. Das ist ja super. Na gut. Hi. Hab ich sie schon wieder rausgeschickt. So. Ich brauche erstmal wieder einen Hypertrank. Oder Top-Trank, whatever. Wo ist Fliegi? Da ist Fliegi. Weißt du, was jetzt praktisch gewesen wäre, wenn wir irgendetwas Unlichtmäßiges jetzt dabei hätten? Ja, aber gute Unlicht-Pokémon in Gen 2 gibt's noch nicht wirklich. Ja, aber es wäre praktisch. Hey, wir haben noch 69 KP über. Moment, eine Frage haben wir noch. Haben wir vielleicht... Ich habe einen Angriffsplus. Um wie viel erhöht mir das meine Volltrefferquote? Es müssten zwei Stufen sein. Das wären bei Fliegi hätte ich dann einen 50% Luftstoßkrit. Ja, aber das sind nur 50%. Ja, mehr geht auch nicht in dieser Gen noch. Du hast auch eine 50%ige Chance, dass ein Schutzschild nach einem Schutzschild trifft, also wirkt, und das ist so gut wie nie der Fall. Also das sind ja 50% Chancen, die man zu 95% verkackt. Moment mal, wie oft hat er schon Psychokinese eingesetzt? Ich habe nicht mitgezählt. Weil das könnte nämlich auch gut funktionieren, dass wir ihm die AP ausstollen. Der hat nur 10 AP auf der Psychokinese. Das wäre cool. Dann Lehmschelle hat keine Wirkung auf Lugia. Der hat uns einmal die Spätzdef gesenkt, als ich nicht hingeschaut habe, oder? Ja. Das hast du nicht gesehen? Nee, ich hab mich vorhin mal ganz kurz umgedreht. Da habe ich da nicht hingeschaut, dass meine Mom ins Zimmer gekommen ist. Ja, das macht man doch nicht einfach umdrehen, also wirklich. Ich glaube, ich opfer mal ganz kurz Spike, den brauche ich nämlich gerade nicht. Armer Spike. Ja. Die Psychokinese wird er nämlich nicht überleben. Oder doch? Nö, du oder nicht. Spike ist nicht gerade etwas, was man eine Wall nennt. Zumindest nicht auf der speziellen Seite. Auf der physischen ist er das noch. Irgendwie. Ja, noch. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er tot, aber hey. Mal schauen. Jetzt hättest du aber noch eine Psychokinese aushalten können. Ich war mir nicht sicher. Und bevor er jetzt mit dem Crit kommt, war... So. Was können wir denn jetzt noch wiederbeleben? Moment, der Beleber sind weiter. Unser halbes Team können wir wiederbeleben. Brauche ich Rüchel noch? Was hat er noch? Relaxo, Glurak?
Und. Lapras. Nee, Lapras hat er nicht. Nein? Moment, wir haben ihn kaputt gemacht. Pikachu, Bisaflor und Turtok. Das heißt, er hat nur noch Relaxo, Glurak und Psyana. Wir müssen danach nur noch. Stimmt! Ja. Ja. Rückkehr brauche ich also nicht mehr. Nö. Das heißt. Völlig über. Ich zwiebel dem jetzt einfach mal einen. Finde ich sehr gut, weil das Vieh nervt langsam. Ja, und ich hoffe mal, dass ihm die Psychokinese-Attackenpunkte demnächst mal ausgehen. Wenigstens trifft Fliege schon mal. Ja. Und das ist ein Volltreffer. Ah, so muss das. Jetzt brauche ich aber trotzdem noch einen Trank, weil den nächsten werde ich höchstwahrscheinlich nicht überleben. Moment, die Übertränke waren wieder weiter oben, oder? Ja. Unübersichtliches Inventar vor der Win. Oder? Ah, die Hypertränke haben wir eh keine mehr. Wir haben nur noch Top-Tränke. Hier sind sie. Kommen schon wieder ganz durcheinander hier. Das kommt, weil du nicht richtig vorbereitet bist. Ja, ich bin voll schlecht vorbereitet heute. Ach, Sternschauer kann er noch. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Also hat er keine Psychokinese mehr. Das ist gut zu wissen. Er hat keine Psychokinese mehr. Das stimmt. Dann könntest du jetzt eigentlich in Ruhe das ganze Team wiederbeleben. Einfach damit wir irgendwie so sicher hin und her wechseln können. Ja. Einfach damit wir noch ein paar Opfer haben, um irgendwas hochzuheilen. Das meine ich mit sicher hin und her wechseln. Ich opfere dich, damit er sicher rein kann. Ja. Wenn er noch so eine Scheiße macht, haben wir noch mehr Zeit, weil wir weniger Tränke brauchen müssen. Ja, yep, das ist gut. Und der Sternschauer, der macht jetzt nicht sonderlich viel Schaden, weil der geht ja hier noch schön mit Psyanas unglaublich mächtigem Angriffswert, weil das hier noch eine physische Attacke ist. Das ist ja echt traurig. Das ist echt traurig. So, zum Opfern sind sie jetzt zumindest schon mal hochgeheilt. Genau, und Scarabo hat wieder 69 KP. So. Da würde ich sagen, heil Fliegi nochmal richtig hoch, ja, bevor du Psyana umklatscht. Das hatte ich jetzt auch noch vor. Achso. Das ist schön, wenn man nochmal so ein Hochgefühl hat, so nach dem Motto, boah, wir packen das vielleicht doch noch, bevor man stirbt. Bevor er uns fertig macht. So, komm, gib den letzten Sternschauer. Hier hast du 101 Dalmatiner-Punkte. Yay. Miau. Und da säuft es ab. So. Qualvoll. Jetzt ist die Frage, schickt er erst Glurak oder erst Relaxo? Ich befürchte Schlimmeres. Relaxo kommt zuerst. Oh, cool. Also er hebt sich das Schlimmste zum Schluss auf. Ja, das tut er. Sein Megaglurak X. Ich schick mal ganz kurz Scarabu hier rein. Bei Relaxo habe ich jetzt den Vorteil, dass ich mit ziemlich allem trotz dem hohen Levelunterschied noch schneller bin. Ja, und der Reflektor ist weg. Ja. Ein Body Slam, der tötet. Body Slam. Tschüss, Scarabu, war schön mit dir. So, gegen den will ich eigentlich nur physisch draufhauen, weil Relaxo hat eine viel zu gute Spätzdef. Ja, weil sein Fett alles abprallen lässt. Mhm. Und vor allem weiß ich, dass der Amnesie in seinem Moveset hat. Erholung aber leider auch. Ja, toll. Erholung, Schnarcher, Amnesie und Erholung, Schnarcher, Amnesie, Body Slam, so rum. Das ist sein komplettes Moveset. Ja, das ist ja ganz, ganz toll. Ja, finde ich auch. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich an dem noch vorbeikommen soll, so effektiv. Ich weiß nicht, überlebt Fliege gerade noch einen? Man könnte es versuchen. Na gut, er hat wobei die Psychokinese von Psyana hat er einigermaßen weggesteckt. Ein Body Slam von Relaxo sollte er damit eigentlich auch wegstecken können, theoretisch. Wie das praktisch aussieht, weiß ich jetzt wirklich nicht. Ja, man muss es einfach ausprobieren. Komm, krit ihn weg, Fliegi. Ah, das wäre so toll. Und da kommt der Body Slam. Und wie viel zieht er ab?
Uiuiui. Nicht genug, aber immerhin eine Menge. Wir haben noch 19 Kappe übrig. 19 ist meine Glückszahl, das heißt, wir werden es schaffen. Ich weiß bloß nicht, was ich machen soll gerade. Nicht verzweifeln. Nicht verzweifeln ist gut, denn die AP vom Luftschluss gehen wir aus. Wobei, ich habe da noch ein paar Äther und so Zeug da rumliegen im Inventar. Ich hau ihm jetzt einfach einen Luftschluss rein und belebe ihn nachher notfalls wieder. Vielleicht gebe ich ihm auch gleich noch eine Dönerwelle, damit er nicht jede Runde angreifen kann. Das wäre gar nicht mal so verkehrt, weil vielleicht ist er dann zweimal paralysiert und wir können ihn kaputt haben, bevor er sich erholt. Das wäre eine Idee. Los, Jenny. Gib ihm die Dönerwelle. Es ist traurig, dass Relaxo trotz Level 75 immer noch lahmarschiger ist als wir. Was willst du erwarten bei einer Init-Base von 30? Richtig Speed will ich da sehen, richtig Speed! So, ein Geniestreich habe ich noch. Ah. Die Attacke, die kommt Rückkehr, spät, aber... Die Attacke, die Rückkehr eigentlich seit sie in Indivier ist, kann. Okay. Vielleicht hätten wir ihn jetzt auch einfach zweimal angreifen sollen, was meinst du? Meinst du, das hätte gereicht? Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, ob er zwischendrin irgendwie noch sowas wie eine Erholung eingesetzt hätte. Ja. Man könnte fast. Aber ich glaube, er. Man könnte fast meinen, der ist choice-locked. So. Ja, der macht nur Body Slam. Jetzt machen wir auch nur Body Slam. Ja. Boah, ist das erbärmlich. Wenigstens ist er paralysiert. Er ist voll behindert. Sieht aber glücklich aus, weil er voll behindert ist. Ein bisschen Hex muss auch mal sein. Und jetzt kommt die Erholung, natürlich. Ich weiß, ah, dieser verdammte Hurensohn. Was? Das ist doch... Drecksack. Aber echt mal. Warum haben wir keine Radikal mit Superzahnen im Team? Okay, ich muss erstmal den Reflektor wieder rausholen, weil der kommt mir jetzt mit dem Schnarcher. Oder? Ist er so schlau und macht Schnarcher? Nee, er ist blöd. Er ist sowas von kackendämlich, das ist unfassbar. Moment mal. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen was wiederbeleben. Gerade Fliegi. Ja. Ah, warum hätte er nicht noch einmal behindert sein können? Ja, einmal, dann wäre es gewesen. Oh, jetzt noch der Schnarcher. Der auch so unheimlich mächtig ist. Ja, also ich bin erschüttert. So. Das ging mir doch jetzt durch Mark und Bein. Scarabu oder Jenny? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gute Frage. Ich nehme erstmal Jenny. Kann ich ihm wieder eine Dönerwelle reinhauen? Ja. Vielleicht können wir ihm auch die AP noch ausstallen. Das wäre auch schön, aber dann kann er irgendwann nur noch Erholung einsetzen. Ja, dann können wir uns wieder komplett voll heilen, irgendwie. Das stimmt auch wieder. Sofern uns die Heil-Items nicht ausgehen. Ja, wovon ich ausgehe. Natürlich. Wer es läuft. Soll ich jetzt. Willst du nicht erst noch jemanden wieder beleben? Wäre, glaube ich, schlauer, wirklich, ja. Ja, weil das wäre jetzt eine verschenkte Top-Genesung. Ich habe eine verrückte Idee. Ich habe Angst. Ich kann keine Sonderbombe im Kampf verwenden, na super. Das wäre jetzt zu schön gewesen. Es wäre mir neu, dass sowas überhaupt mal möglich gewesen wäre. Okay. Obwohl das cool wäre. Ich hätte eine verrückte Idee jetzt gehabt. Die mit Scarabu, einem Sonderbonbon und einem Gegenschlag zusammenhängen. Wenn du mir folgen kannst. Okay, er ist einmal behindert. Das ist ja schon die ganze Zeit. Im Kopf.
So, Lykia ist auch wieder fit. Body Slam hat 15 Attackenpunkte. Ich bin am Überlegen, ob ich den Reflektor wieder rausholen soll erst. Ja, mache ich auch. Ist nie verkehrt. Schwing! So. Ich wechsle da mal ganz kurz auf Scarabu. In der Hoffnung, dass der einen Bodyslam überlebt, eventuell. Oder auch so. Das so gefällt mir das viel besser. Ja. Er ist wieder paralysiert. Ah, herrlich, einfach herrlich. Nochmal paralysiert. Hier das kann gerne so bleiben. So Dauerzustand, das ist schon ganz cool. Da kommt der Bodyslam. Bitte, Scarabu, sag mir, dass du das jetzt ganz, ganz knapp überlebst. Das wäre nämlich... Nee, tu da nicht. Nee. Schade. Scarabu, du bist echt schlecht. Hm. Verdammt. Es wäre gut, wenn wir jemanden hätten, der Relaxo so einschläfern könnte. Also, damit er nicht immer Erholung einsetzen kann. Ja, aber sowas haben wir bei unserem Team einfach nicht vorhanden. Komm, fliege ich Kritik. Ich weiß. Nee. Wäre Fliegen vielleicht besser? Fliegen hat eine Stärke von 70. Luftstoß hat 100. Ach, ist ja beides physisch, ne? Es ist beides physisch, ja. Ja, hab ich wieder vergessen. Typisch, das ist wieder Gen 2, da vergisst man sowas gerne mal wieder. Stimmt, hab ich vergessen, verdammt. Wie viele Body Slams hast du noch? Zu viele. Ich stall sie dir jetzt aus. Ich warn dich. Uiuiui. Das kann jetzt was werden. Es wäre toll, wenn du jetzt kritten würdest. Ich probiere es einfach mal. Komm, bitte, Rukia. Crit. Du bist zwar nur Megani, aber ach Mann. Ja, komm. Bring es um. Auch wenn du nur ein Megani bist, das schaffst du. Es ist weg. Es ja! ist weg. Nur noch Glurak. Die nervige Plunze, ey. Ich möchte das Pokémon jetzt nicht wechseln. Nein, ich brauche nämlich jetzt gerade was zum Wiederbeleben. Ja. Oh ja, ja, jetzt geht's los. Wir werden sterben. Ja, für den hatte ich am meisten Angst. Wir werden sterben. Warum hast du eigentlich nicht die Sonderbonbons vorm Kampf einfach verteilt? Auf Fliegi. Wäre zu einfach. Zu einfach? Das ist so schon scheiße schwer. Ich laber doch nicht so einen Kack. Komm schon, Fliegi. Surfer, Crit und Tod. Ich weiß, du kannst es. Ich weiß, du kannst diesen blöden Flammen... Er macht Feuerwirbel und haut daneben. Das trifft doch nicht mal. Das ist ja dämlich. Los, Fliegi, du bist Legen. Gleich kommt's. Das reicht leider nicht mal mit Crit. Ja. Ach, du Heiliger. Da kommt der Flammenwurf. Vielleicht ertrinkt er ja einfach in seiner eigenen Spucke. Eieiei. Lebst du, komm, Fliegi, ich weiß, du schaffst das. Die Sache ist geritzt. Wie ein Emo. Aber er könnte trotzdem ruhig kritten. So, ich brauche jetzt mal ganz schnell was. Ein Nugget. Ein Nugget-Riegel. Jenny muss wieder belebt werden. Genau, und Paradingsen. Hm. Er hätte ruhig wieder Feuerwirbel machen können und nicht treffen. Ja. Hätte er wirklich ruhig machen können. Voll der Egoist, ey. So, jetzt müssen wir einfach bloß beten, dass die Flinkklaue funktioniert.
Haben wir keine Beleber mehr? Nicht mehr viele. Nein, sie funktioniert nicht. Du darfst dich niemals auf so einen Scheiß verlassen. Ich weiß. Ich weiß, dass man sich auf sowas nicht verlassen soll. Aber warum machst du das dann? Weil es meine einzige Hoffnung war. Ja, toll. So. Vielleicht kommt er nochmal mit dem Feuerwirbel. Ist zwar unwahrscheinlich, aber... Ja, ich glaube, das war's dann ziemlich. Wie viele AP hat Flammenwurf überhaupt? 15. Ach du Scheiße. Das sind definitiv mehr, als ich noch Tränke habe. Oder Beleber. Obwohl, wenn du Top-Genesungen raushaust, wäre es noch machbar. Moment, wir haben noch 6 Top-Tränke, wir haben noch 5 Top-Genesungen und... Er hat schon mehrere Flammenwurf benutzt. Und Beleber, hast du den Top-Beleber noch? Nee, den habe ich auch schon rausgehauen vorhin. Ah, okay. Boah, ist das kacke. Mit wie viel haben wir den vorhin überlebt? Mit 40 an die 50. Reicht. Ja, das reicht. Wenn der Zufallswert mich nicht verarscht, zumindest. Warum kann seine KI nicht einfach wieder Feuerwirbel machen? Ich weiß nicht. Oh. Der muss doch irgendwann mal die Schnauze voll vom Flammenwurf haben und einfach Feuerwirbel spammen. Und nicht treffen. Wir hätten einkaufen sollen. Yep, hätten wir. Das ist doch voll langweilig, der macht immer dasselbe. Der muss mal ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringen, so wie wir. Wir wechseln fröhlich hin und her, machen dies und das. Ich weiß nicht. Storm. Also ich glaube, die ganzen Tränke und alles reicht nicht mehr aus, um seine Flammenwürfe ausdauern zu können. Das ist aber doof. Und verbrannt hat er uns jetzt auch noch. Aber du hast noch eine Top-Genesung. 5 Stück. Ja. Es ist immer noch die Überreste von dem Zeug, das wir vor der Top 4 eingekauft haben. Wahnsinn. Ja. Fliegi und ich waren nie sonderlich viel einkaufen in diesem ganzen LP. Hab ich gemerkt. Oh, Mann, hier ist voll viel los. Ich bräuchte ein paar Schutz. Ah, toll. Ich bin am überlegen, ob das überhaupt noch einen Sinn macht, überhaupt hier weiterzumachen. Ich bezweifle es irgendwie. Ich hab's mir eigentlich gedacht, dass es an Glurak scheitert. Und warum? Weil wir zu wenig Items haben. Ja. Ne? Ja, ich geb's zu. Wir haben's verkackt. Top-Genesung, Top-Trank. 8 Attackenpunkte kann ich ihm noch ausdollen und er hat noch ungefähr 9. Das ist das Problem. Ach, lass es einfach nochmal versuchen. Ja gut. Versuchen wir es halt nochmal. Ist auch egal. Hier. Hast was zum Killen, Glurak. Ich hasse dich. Dummes Vieh. Aber hey, wir hätten es schon fast geschafft. Ja, beim nächsten Mal schaffen wir's. Oh nein, er ist ohnmächtig. Und wir sind wieder in Fatania City. Juhu. Ja. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Im Moment, das steht ja... Wo steht denn das hier? Da. 68.991. Wir haben bestimmt einen Haufen Zeug, was wir erst verkaufen können. Ja, das haben wir. Sollen wir das offscreen machen? Können wir ganz kurz offscreen machen, jo. Moment, wir beenden mal ganz kurz die Aufnahme und sind gleich wieder da.